Oh mein Gott, ich sehe mich gar nicht. Oh mein Gott, das läuft ja gerade immer. Okay. Hallo Leute, herzlich willkommen bei endlich einem neuen YouTube-Video. Heute zusammen mit der lieben Mel X-Bell. Kannst du das rausschneiden? Ja. Okay, hier heute zusammen mit Melek. Okay. Wir haben heute Donnerstag und wir gehen halt feiern so und wir machen uns jetzt zusammen fertig. Das wird kein Drunk Get Ready With Me. Ich habe sogar vorhin überlegt, aber ich glaube, heute ist eh nicht so. Ja, vielleicht. Ich glaube, wir werden im Club trinken. Keine Werbung für Alkohol, weil Alkohol ist schlecht und scheiße. Genau. Jetzt nebenbei sind wir am Livestream. So. Wohin? Da? In die Richtung. Achso. Hey, voll schlau. So ist doch gut, oder? Was ist, wenn wir einfach alles hier rüberschieben? Ich benutze die Creme von Kiehl's. Ja, welche Creme? Achso, die Ultra Facial Cream. Die hier. Hallo, Leute. Was geht ab? Ja, hallo, Friends. Elsa. Ist wieder spiegelverkehrt. Junge, muss ich das jetzt jedes Mal umstellen, oder was? Das war aus Versehen. Kriegst du sauer? Ja. So, Leute, wir probieren jetzt die hier. Die gibt's bei World of Candy. Ich weiß nicht, ob es die auch woanders gibt. Auf jeden Fall sind die abnormal sauer. Und wir testen jetzt einfach zusammen. Also ich habe die schon getestet. Aber sind die so hart oder so weich? Hart. Du musst ehrlich, ehrliche Reaktion, okay? Oh, ich hab gerade fast verschluckt. Was ist das? Warte, irgendwann, das riecht schlimm und dann hört es wieder auf. Gleich hört's auf. Hat's aufgehört? Mhm. Jetzt ist langsam süß. Die guckt es an. Was bist du für ein Ding? Consuming more than one piece at a time may cause irritation to mouth. Ja, das glaube ich auch. Sensitive individuals should not consume this. Aber jetzt schmeckt es nach irgendwas. Warum bist du reich? Ich kann nicht. Also. Drin ist Pulvi irgendwas. Sag doch Pulver und nicht Pulvi. Mich hat mal einer auf TikTok, nee, auf Insta fertig gemacht, dass ich zum Beispiel Soli sack und nicht Solarium, dass ich Wimpies sack und nicht Wimpern. Alles mit I ist 20 mal schöner. Ja. Ich glaube, das ist das erste YouTube-Video, wo Siva, ja, wo ihr Siva mal kennenlernt. Alter. Also Leute, ich weiß jetzt gar nicht, eingecremt habe ich. Ich mache jetzt den Liquid Hydrator von No Cosmetics drauf. Das mache ich immer so als Base. Übrigens, meine Lippen sehen so aus, weil ich die am Montag spritzen war. Ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Jetzt mache ich von CeraVe eine Creme drauf. Wird schon. Würdet ihr was an euch machen lassen? Was würdest du machen? Hausverkleinerung. Ah. Stimmt, ja. Das war's. Also ich habe das schon gemacht. Also ich habe Lippen gemacht und eigentlich würde ich mehr gar nicht machen. Ich habe gar nichts gepumpt und da kommt voll viel. Was? Das ist voll ergiebig. Sollen wir uns heute Steinis drauf machen? Also nicht die, die. Ich kann nicht mehr einen von da auf dem Zeit. Ich will. Ich will mir eins auf meinen Zahn kleben. Nein. Du kannst die sogar von mir auf deine Kutschi kleben, aber nicht auf deine Zähne. Ich bin eine coole Maui. Laber keine Scheiße! Komm mal bitte klar und laber keine Scheiße. Weil wo ich Sammy kannte, war ich noch... Jungfrau? Was, wo sind ihre Nägel? Ah. Hatte keine Nägel. Hatte... Ach man, jetzt, wir brauchen Meli. Meli, wo bist du, wenn man dich braucht? Danke. Merkst du eigentlich, wie lahm ich bin? Ja, und ich bin halt einfach schon... Also ich weiß halt aber gerade nicht mal, was ich mache. Den hier. Ich bleib meinem Catrice True Skin treu, sorry, also... Bro, Leute, vertraut mir, das sind die besten Concealer. Hä, warum sind die so fett? Junge,
wo ist mein Concealer? Malek, kannst du dobro sein? Kannst du? Weil ich sehe. Nein, das war ich selbst. Kacki. Oh. Also wie lange seid ihr schon befreundet? Naja, wir kennen uns seit... Wir kennen uns seit 2017 und befreundet, so dass wir befreundet sind, seit einem Jahr. Meine alte ABF in der Schule, die war immer richtig neidisch. Ich durfte auf dem Pausenhof mit niemandem reden, außer halt mit ihr. Und ich schwöre, sie ist dann gekommen. Ich dachte, ich bin deine ABF. Und ich dachte nur so, oh mein Gott. Aber ich war früher auch eine richtig, richtig eifersüchtige Freundin, weil wir waren auch eine Gruppe mal irgendwann und dann fand ich es immer voll scheiße, wenn... manche dann angefangen haben, alleine was zu machen, ohne den anderen Bescheid zu sagen. Mhm. Ich fand sowas immer so eine 31er-Aktion, ich schwör's euch. Wie alt seid ihr? 12. 24 und ich bin 23. Naja, Freundschaften immer Katastrophe. Ich schwöre ja. Also irgendeiner ist immer das Opfer. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Entweder ihr seid die eine, um die sich alles dreht. Ja. Oder ihr seid das dritte Rad. Vor allem, erklär mir einfach, wie ihr zu dritt als beste Freundinnen zum Beispiel feiern gehen wollt. Mit welcher tanzt du? Feiern, finde ich, geht noch. Zu dritt. Ja. Du tanzt ja immer mit einer Person. Und die andere steht dann einfach so gleich da. Hä, ich tanze doch mit allen. Ja, das denkst du. Aber die Menschen... Doch, ich mach das. Zum Beispiel irgendein Lied kommt, was man übel hypt. Und du bist so voll am Abgehen und du siehst einfach so... Zum Beispiel, ich will mich zu dir drehen und mit dir abgehen. Und auf einmal sehe ich, du bist jetzt zum Beispiel mit... Mit Vivi oder so. Weißt ja, wir gehen jetzt halt auch zu dritt feiern. Ja, genau. Ja. Das ist cringe. Du wirst sehen, dass es klappt. Also ich habe jetzt den benutzt von Yasa. True Skin. Ach so. Nummer, ich habe den benutzt, 020 Beige. Deine Augen ich sind hab so auch, Leute, das ist ganz normal bei mir. Ich habe 032 Neutral Biscuit von Catrice True Skin benutzt. Und zum Konturieren benutze ich gerade den von NYX, den Bear With Me Concealer Serum in der Farbe. I don't fucking know. Hätte es aber voll hell. Ich hab's nicht mitgenommen. Ich hab eins. Meins ist richtig, richtig dunkel. Deswegen nehme ich aber auch weniger. Ich will jetzt die Farbe. Ah, 10 Kamel. Oder hat Malek gekifft? Nein, Leute, ich hab eine Katzenallergie und Civi ist hier. Und meine Augen. Ich werde immer roter. Das sieht nur so aus, weil mein Make-up jetzt hell ist. Vor allem über mein Gesicht mit Augenringen. Mach doch Civi aus dem Zimmer raus. Aber die schläft immer. Aber eigentlich das, sollten wir sie echt raus nicht, tun. Oder? Doch, ich mach sie kurz raus, Anton. Civi! Mein Engel! Komm her, mein Baby. Baby. Zeig deine Hülle, die sieht fresh aus. Die habe ich von Shein. Spürst du irgendwas, das besser ist oder so? Walla irgendwie sogar, ja. Ich mach mal kurz einmal komplett raus. Ja, am besten Hände waschen. Noch was soll ich noch, keine Ahnung, meine Haut abkratzen oder so? Ich habe meine Augenbrauen gemacht mit Trended Up Augenbrauenpuder, Farbe 030. Ich glaube, ich habe auch 030. Hast du das auch? Ja, beste. Nice. Dann zum Konturieren die Yasmin Azizam Kaya Cosmetics Yasmin Azizam Collection Palette benutzt. Auch beste. Den Rouge und das Contouring. Ja. Und als Puder benutzen wir das von Laura Mercier zum Baken. Was benutzt du für deine Haare, Malek? Ich benutze einfach irgendein Augenbrauengel, wollte ich gerade sagen. Irgendein Haargel einfach. Und das mache ich als erstes drauf. Und dann nehme ich so eine Wildschweinhaarbürste. Und zieh die mir erstmal richtig sleek und mach einen ganz normalen Zopf. Okay, ganz normalen Zopf erstmal. Und dann nehme ich dieses Got2be Sprühkleber und dann nur noch mit der Hand drüber. Deine Hand ist halt am. Die hat keine Struktur und dadurch bleibt es so glatt, wie du es dir gezogen hast. Und dann nehme ich einfach eine Haarspange und tu das, was im Zopf ist, einfach nach oben und dann hält es auch bombenfest. Fucking Eyebrows. Eyebrows, Brows. Machen voll die unterschiedliche Dinge. Wir benutzen fast die gleichen Produkte, aber halt andere Technik. Bei uns in Stuttgart ist Donnerstag bekannt für ihre Afterwork-Partys. Für seine Afterwork-Partys. Eigentlich gehen wir auf sowas aber nie. Aber heute ist eine Ausnahme. Hi! Wow, deine Haare, Harrys. Schläfst du so? Das ist so ein Schal.
Wann habe ich den? Das ist meiner. Ach so. Mein Kanister ist leer. 2,2 Liter heute. Wenn das Geschwister, als Geschwister durchgehen. Ja, wir leihen heute auch, dass wir Cousinen sind. Ja, Lina, wir lügen heute alle an, ja. Glaubst du? Jeder, sogar deine Mutter sagt, wir sehen uns ähnlicher als ihr zwei. Ich weiß jetzt auch nicht, warum man sagt, dass es nicht aufgehen sollte. Ja, weil nicht jeder Tempelopfer. Brauchst du jetzt gar nicht so frontal angreifen. Frontal. Guck mal, Dini. Ich habe mir bei Shein Wimpern bestellt. Sind die schön? Die sind übel krass. Die sehen voll schön aus. Sieht schön aus. Ich lasse dir welche. Ich habe noch eine Packung. Ich habe extra zwei Packungen bestellt. Kann ich echt welche haben? Mhm. Ich schau kann mal man dir noch irgendwie weiterhelfen? Oder? Nachher, wenn ich klebe, dann... Okay. Kannst du dir die rausnehmen und dann wieder bringen? Ist das möglich? Alina, hau ihr einfach eine rein. Ich würde es auch machen, mein Gott. Hast du gedacht, die sagt, hau einfach ab? Du bist so ein Hund. Ich war schon so. Also Leute, ich könnte... Also, wir könnten Amaretto trinken. Was ist das? Alkohol. Amaretto, das macht man immer so, auch in so Kuchen und so. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eis. Hä? Auf Amarena-Eis. Kann man Amaretto als Shot trinken? Alina ist wie? 22. Ah, jetzt will ich den Wimpern ausprobieren, die sind nicht da! Ich will ein Lied anmachen. Habe ich das gerade mit meinem Gesicht aufgemacht? Voila, wieder ist es offen. Aber hast du schon davor die Zahlen eingegeben? Nein. Die ersten? Ich habe nur so hochgewischt. Ich schwöre, aber Leute, hat es irgendjemand gesehen, dass ich nur so eine Handbewegung gemacht habe? Wallabilla, ich habe gar nichts gemacht, außer hochgewischt. Und dann soll mir nochmal jemand sagen, wir sehen nicht gleich aus. Bisschen Teig? Bisschen Snacken? Ja, okay, nur weil ich nett bin, okay? Das ist nicht mein Lied. So many reasons. Ich muss mal kurz meinen Kanister auffüllen. Ja. Jetzt machen wir bosnische Party. Wenn jetzt die Wimpern scheiße aussehen, dann töte ich mich einfach. Weil sonst hängt die dir so, ragt die dir so komisch ins Auge rein. Aber meinst du echt, ich muss die bisschen, oder? Ich würde schon so einen kleinen Teil würde ich abschneiden. Ja, genau. Und dieses Lied hat mich verfolgt durch meine schlimmsten Zeiten. Das muss man aber auch in seinen schlimmsten Zeiten hören. Die fragt, ob wir 12 packen. 12? Wie viel haben wir denn? Fast 11. Machst du da noch Augenbrauen? Nein. Ah. Machst du damit deinen Eyeliner? Mhm. Nochmal tuschen. Ja, ich tusche immer Wimpern, wenn ich sie. Also erstmal tuschen, kleben und dann nochmal tuschen. Bevor jemand fragt, Augenbrauenstift von Essence. Welches Parfüm trägst du heute? Tom Ford Ombre Leather. Welches Gloss hast du drauf? Ich habe dieses. Ist aber übel schwer gerade zu finden, weil das irgendwie überall ausverkauft ist. Das hier in diesem Icy Icy irgendwas Ton. Wie heißt es? Ice Ice Baby. Ups. Von Catrice. Welche Nummer von dem Augenbrauenstift? 02 Brown. Welches Wimpernserum? Lash Kokain heißt es. Ich habe mir schon meine Extensions, ich bin dir ehrlich. Ist das so ein Unterschied? Ja, aber ich schwör Wimpern. Okay, ich bin auch wieder gerade in der Phase, wo ich mich erstmal wieder dran gewöhnen muss. Aber Bro, das ist so eine Erleichterung. Weißt du, wo ich mir Steine hinkleben will? Ja. Hier an meinen Ansatz. Verstopfte Nase dauernd. Also wenn deine Nase die ganze Zeit läuft, dann nimmst du einen Knoblauch, schälen, reinschieben und dann, wenn du es rausholst, kommt alles raus. Lass es jetzt! Ich hab so Bock, was zu trinken, Alter. Ja, ich muss mein Ding machen. Oh, was, Bibi sagt, was wollt ihr trinken? Dann kann ich euch ja noch was holen. Nein, hör auf, Alter. Jetzt fühl ich mich voll schlecht. Das war Spaß. Ja, nee, ich kann doch noch bei der Tanki was holen, oder? Nein, das war Spaß, Maus. Ja, okay. Junge, immer... Ich mach mal jetzt Kaffee, weil sonst kann ich gleich alle in mein Bett.
Ja, okay, wir sind eigentlich schon fertig. Ich muss nur. Ja. Okay, okay, du kannst eigentlich jetzt schon gleich los. Ja, wir sind safe. Die haben einfach gesammelt. Um 0 Uhr sind wir safe da. Ja, okay. Okay. Also, ciao. Ciao. Tut mir jetzt gerade voll ein Ding. Vivi ist so eine süße Maus. Du auch. Ich wollte gerade sagen, ich bin ein Buch, mein weißt du, was ich voll gerne an dir sehen würde? Was? Meine Lederhose damit. Boah, was hat die für ein geiles Material? Übel stretchy auch. Ich hab sowas noch nie mein ganzes Leben. Die ist so bequem. Oh Bro, was glaubst du, warum ich die so gerne so oft anziehe? Also Leute, das sind unsere fertigen Looks. Malek. Glowing. This motherfucker is glowing. Und wir gehen jetzt raus. Zeig mal kurz dein Outfit. Mein Outfit ist eine Hose von Yasse. Ein Top. Eine Lederhose. Ja, genau. Eine Lederhose. Von Bershka. Also ein Top. Das ist eigentlich ein Kleid von Shein. Mein Mantel ist von Primark und meine Tasche ist von H&M. Okay, nice. Sag mal dein Outfit. Okay, also Leute, meine Hose ist von, ich glaube von H&M. Mhm. Ja, von H&M. Oh, Digga, ich habe mir gerade irgendwas verhängt. Mein Oberteil ist von Zara. Ist voll schön. Es hat auch Träger, ja. Ja. Und deine Harrys, deine New Harrys, das ist so schön. Von Sinaid, Leute, in Esslingen. Und Schmuck ist von Eva Diamond. Okay. Okay, wir gehen jetzt. Ja, Leute, also wie gesagt, wir hoffen, das YouTube-Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben und abonniert mich. Und ja, wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video. Tschüss. Bye, bye.